Ich importiere jetzt schon mal ein bisschen was. Brauche ich Kohle und Roherz. So, Kohle und Roherz baue ich ja genug ab. Ja, wenn du mir das dann auch senden kannst. Oder wenn du das dann auch dahin senden kannst, dann geht das ja. Vielleicht geht das ja noch beim nächsten Mal irgendwie. Ich hoffe nur, dass eure Städte genug Bewohner haben, weil ich Bewohner brauche irgendwie. Mitarbeiter. Ich habe 78.000. Ja, ich habe gerade mal 2.500. Oh, wieso denn das? Weil ich keinen Platz habe. Ich kann nur Produktionsstätten bauen überall. Ich hab's nicht. Das habe ich nicht verstanden. Donne. Philipp? Ja. Weißt du nicht, dass wir ganz schön blöd sind? Warum? Weil wir Prozessoren brauchen. Oh. Oh, mein Kopf. Oh yeah. Halbe Stunde haben wir jetzt mit den TV-Kisten rumgemerkt. Ja komm, die kannst du alle wieder verkaufen. Ich arbeite nur mit Idioten zusammen. Ich glaube, ich muss es im City mit Facecam machen. Oh ja. Facepalm. Ihr würdet jetzt alle sehen, wie ich mich umgedreht habe, mir den Kopf halt. So viel Dummheit auf einem Platz, das gibt's nicht. Da hab ich dich richtig fett verarscht, ja. Hast du mich jetzt gerade verarscht? Nein, war kein Verarscher. Wieso bin ich dann nicht. Was braucht man denn bei einem Solarkraftwerk TV-Kisten? Wozu braucht man da Prozessoren? Na, was ist denn in den Solarzellen drinne? Und wie wandelst du denn das in den Strom um? Da brauchst du ein bisschen was Elektrisches. Da kannst du auch TV-Geräte nehmen. Hm. Soll ich einen Fernseher für so ein Solar-Ding bauen und hoffen, damit das Licht, was vom Fernseher kommt, genug Strom erzeugt oder was? Natürlich. Hm. Immer. So kann es auch laufen. Ich brauche Mitarbeiter, jetzt macht mal was. So kann man auch seine Folgen in die Länge ziehen. Ich hab das Display voll in die Länge gezogen. Würde niemals einer schreiben. Na gut, dann baue ich jetzt mal meine ganzen Dinge auf Prozessor-Dinger um, dann kaufe ich die jetzt ein. Die kosten ja zum Glück nur 70.000 pro 1000. Ist ja viel weniger. Ich baue gleich noch tausende Brücken hin. Wie soll man denn hier eine Stadt bauen? Kann man das nicht irgendwie begradigen? Ich glaube nicht. Ist denn diese verkackte Straße hier so voll? Die hupen ja hier alle nur. Er fahrt auch mal hier. Oh Gott. Kein Wunder, warum das so lang dauert hier.
Mein Handelsdepot ist schon gleich am Stadteingang, aber hier ist alles voll. Eine Durchgangsstadt ist das Schlimmste, was du haben kannst. Und dann, wenn du scheiße Straßen baust. Scheiß Straßen baust. Wenn du keine fetten Straßen baust, bist du schon am Ende. Ich reiß jetzt gerade noch mal ein bisschen was ab hier, damit ich deine fetten Straßen baue. Also wenn ich von Pascal aus gucke, sehe ich uns Solar-Dings-Kraftwerke. Nur von mir aus sehe ich den Flughafen. Komisch. Das ist ja echt komisch. So merkwürdig. Ist nur SimCity. Flughafen. Und auch international. Also, ich habe jetzt mal mein Handelsdepot ja schneller angeschossen. Und ich würde das jetzt auch ein bisschen schneller hier. Was willst du denn versuchen? Ich habe jetzt eine große Straße gebaut hier. Weil ich das jetzt alles importiere und dann gleich wieder losschicke. Da stand die nur im Stau hier. Weiter in der Stadt mit den roten Brücken. Genau. Ja, ich importiere jetzt auch. Ja, ich, genau, dann könnte es ja gleich dein. Wie viele Legierungen brauchen wir denn da? Warte. 600. Ah, die liefere ich. Gut. Ich mach die Prozessoren, ja. Plastik ist ja einfach, da kannst du ja einfach so eine Recycling-Ding bauen, ne? Die musst du ja gar nicht einkaufen. Ich glaube, das könnte ich vielleicht auch noch übernehmen. Das habe ich gar nicht. Na, lass das doch mal. Pascal? Ja. Kannst du Plastik? Also da brauchst du nur so eine hier Recyclingzentrum, ne? Da kriegst du es gratis dann. Da musst du es nicht extra einkaufen. Meine Leute können das gar nicht. Nee. Recyceln. Ja, recyceln. Meine Müllhalde schafft es nicht mal, das Ganze zu verbrennen, den ganzen Müll. Okay. Da musst du mehr Kraft, musst du mehr so eine Dinger bauen da. Hier, wie heißen die denn, so eine Verbrennungsdinger? Hab ich mir auch gebaut. Ich hab davon glaube ich 4 Stück oder so. Könnte man denn noch Häuser hinbauen? Da hinten ist noch Platz. Straße kannst du echt nur so aufsplitten, damit du da gleich am Anfang die ganze Verkehr rausnimmst. Ja. Kriegst du das ja echt nicht hin. Mach ich jetzt gerade hier. Ist ja Wahnsinn, was hier für ein Verkehr durchkommt. In welcher Stadt bist du? Na, Rotenbrückenstadt da. Ja, ich bin mir immer noch Bade. Dinger. Ja, ich hab's auch noch nicht umgenommen. Aufsplitten. Ja. Weißt du, was Aufsplitten ist, oder? Ja.